Die nächste Frage kommt Rico und zwar Köpfen und danach Heatspreader wieder drauf oder weglassen? Heatspreader immer wieder drauf, sage ich immer wieder, weil das Problem ist einfach, die Platine ist zu dünn, zum Beispiel von Skylake oder von Cabby Lake, und dann hast du keinen vernünftigen Kontakt mehr. Manchmal geht es auch gar nicht, weil der Plastikrahmen um die CPU höher ist, also vom Sockel höher ist als der Kern selber, und da habt ihr gar keinen vernünftigen Kontakt. Außerdem ist das Risiko zu hoch und der Temperaturunterschied ist viel zu klein, also ihr habt vielleicht 2 Grad Vorteil, wenn ihr den Heatspreader weglasst. Deswegen immer wieder draufkleben, ist sicherer, und ja, wie gesagt, 1-2 Grad, die lohnen es einfach nicht. Nächster Kommentar kommt von Heizerbirne und er fragt, wenn eine CPU an Verschleiß bzw. Altersschwäche stirbt nach vielen Jahren, wird sie dann immer langsamer und muss man den Takt zurücknehmen, damit kein Bruce-Screen kommt, oder funktioniert die CPU plötzlich nicht mehr? Also ich habe sehr, sehr selten erlebt, dass CPUs wirklich degradieren, also dass die immer schlechter werden und man die Spannung immer erhöhen muss. Das habe ich wirklich sehr, sehr selten erlebt. Ich glaube einfach, dass die Chance, dass die CPU plötzlich stirbt, immer einsteigt. Also wenn ihr die CPU übertaktet, ihr verwendet eine höhere Spannung, dann steigt einfach prozentual gesehen die Chance, dass eure CPU an einem Punkt plötzlich stirbt. Das ist, glaube ich, der viel, viel häufigere Fall, auch wenn der Fall auch sehr selten ist, aber dieses Degradierungsverhalten, das habe ich, glaube ich, so gut wie nie gesehen. Die nächste Frage bezieht sich auf Cabby Lake Non-KOC und zwar will er einfach nur wissen, ob das funktioniert. Leider funktioniert das nicht mehr. Also Intel hat diese Lücke für Non-K-Overclocking geschlossen bei Cabby Lake. Soweit ich weiß, werden manche Mainboard-Hersteller Z270-Boards mit quasi alten BIOSen ausstatten, womit das dann mit Skylake-CPUs noch möglich ist. Also ich weiß, dass Asus sowas geplant hat, dass man Non-KOC mit Skylake-CPUs auf Z270-Boards machen kann, aber leider wird es mit keiner Cabby Lake-CPU mehr möglich sein. Nestor fragt, warum verwendet Intel kein Liquid Metal, um so niedrige Temperaturen zu ermöglichen? Gerade bei K-Modellen wäre dies doch sinnvoll, oder? Prinzipiell ja, es wäre natürlich absolut gut für uns Overclocker und Enthusiasten, wenn die Temperatur besser wäre, wenn eine bessere Wärmeleitpaste verwendet werden würde. Es gibt aber viele Faktoren, die für Intel aus Firmensicht da reinspielen, warum man das nicht macht. Also Liquid Metal wird wahrscheinlich niemals verwendet werden, weil Liquid Metal einfach von der Verarbeitbarkeit, also für eine Prozesssicherheit, sehr, sehr schwierig ist. Also ihr müsst bedenken, die CPU muss über Kontinente verschifft werden und die muss unter minus 40 Grad genauso gut funktionieren wie bei plus 50, also was jetzt Lagerbedingungen betrifft, und da gibt es einfach so viele Faktoren, die reinspielen, dass man, glaube ich, Liquid Metal grundsätzlich schon mal ausschließen kann. Dann gibt es immer wieder die Frage, warum sind die CPUs nicht verlötet? Da gibt es auch mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass die gleichen CPUs, die in den Desktop-PC sitzen, die gleichen CPUs sind, die bei Notebooks verbaut werden. Also im Herstellungsprozess sind die Notebook-CPUs die gleichen wie die Desktop-CPUs. Das heißt, man hat einen Wafer, und da kommen quasi die ganzen i7-CPUs, beziehungsweise die Chips raus. Und das sind eben die gleichen bei Notebooks wie bei Desktop-Prozessoren. Also ein 7700K kann das gleiche sein wie ein 7700HQ oder wie die CPU heißt im Notebook. Und Notebook-CPUs sind ja nicht mehr gezockelt, sondern das sind normalerweise BGA, also mit kleinen Kügelchen verlötet auf dem Mainboard. Das heißt, die CPU sitzt in keinem Sockel mehr. Dementsprechend hat die auch keinen Heatspreader mehr. Und ohne Heatspreader kann die CPU auch nicht verlötet werden. Und damit man für Notebooks den gleichen Prozess hat wie für Desktop, muss man sich eben an quasi dem kleinen gemeinsamen Nenner orientieren. Und das ist dann eben die Tatsache, dass bei Notebooks die CPUs nicht verlötet werden können. Und dann wird auch bei Desktop nicht verlötet. Abgesehen davon, dass es natürlich deutlich, deutlich günstiger ist, nicht zu verlöten, und es ist auch aus ökonomischer Sicht ist es deutlich besser, weil es gibt gewisse Materialien, die beim Löten verwendet werden. Also da gibt es Indium zum Beispiel für das Load an sich, und das ist halt auch ein seltenes Material, und wenn man aus ökonomischer Sicht sagen kann, man spart dieses Material und verwendet eigentlich eine normale Wärmeleitpaste, ist es deutlich besser. Natürlich aus Enthusiastensicht, das ist für uns blöd, dass die Leistung nicht so gut ist, aber wir können ja die CPUs köpfen. Es gibt Köpfungstools, habe ich gehört, die da gut funktionieren. Kommen wir aber zur nächsten Frage. Nächste Frage von Suntech. Sonax Q&A, habe mir einen 6700K, einen Maximus 8G zugelegt, 32 GB RAM und will mir eine aktuelle Grafikkarte zulegen. Habe im Auge die Asus GTX 1080 Strix.
welche wohl aktuell den höchsten Takt hat. Kann ich da problemlos 2 bis 3 4K-Monitore betreiben, trotz 2 HDMI und 2 DisplayPorts? Ja, kannst du, weil die Karte hat ja den aktuellsten HDMI-Standard und auch DisplayPort-Standard. Dementsprechend kannst du 4K-Monitore dran betreiben. Ich will aber nicht sagen, dass du auf 3 4K-Monitoren mit einer Grafikkarte 50 spielen kannst. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Aber nur jetzt, um ein Bild darzustellen, das wird auf jeden Fall funktionieren. Dr. Pixbeat hat eine Frage, und zwar fragt er nach dem Power Mod für die GTX 1080 FTW von EVGA und hat gefragt, ob ich ihm ein Bild dazu einblenden kann. Kann ich, hier kommt dein Bild. Also du siehst rechts oben zwei gelbe Markierungen und da sind eben die kleinen Schandwiderstände, die du bestreichen kannst mit Liquid Metal für den Power Mod. So, das wär's für heute mit den Sonntags-Q&A. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Sonntags-Q&A. Wird aber ein bisschen dauern, weil jetzt noch ein paar andere Videos erstmal kommen. Nächste Woche kommt erstmal ein Daily D-Mate-Video, dann kommt noch ein Video vom Asus Overclocking-Event im November. Videos von der CES, also Sonntags-Q&A wird noch ein bisschen dauern. Ich sage euch auf jeden Fall Bescheid, wenn das nächste ansteht und unter welchem Video ihr dann die Fragen posten könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Macht's gut und bis bald.